Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Diablo selber hat auf dem Kanal ein Video veröffentlicht, das können wir mal im Hintergrund laufen lassen, was erklärt, was es mit Itemization auf sich hat, mit dem Pit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert und vor allen Dingen auch ein paar kleine Änderungen im Gegensatz zu dem, was wir schon wussten. Und genau darum geht's heute. Allgemein habe ich das alles schon erklärt, was mit dem Pit und mit den Itemization und sowas zu tun hat. Checkt dafür auf jeden Fall meine ganzen anderen Videos ab, wenn ihr da noch nicht up to date seid. Aber es gibt zwei, drei Sachen, die sind ganz, ganz wichtig. Erstmal die Schwierigkeit der Grube. Das war ja so ein Ding. Im PTA sind alle, das heißt alle, also viele sind durch die höchsten Grubenstufen 200 so durchgekommen. Da waren natürlich die Builds auch noch ein bisschen broken. Ich sag nur Dust Devil, Barbar, der wurde ja jetzt allgemein zurückgeschraubt. Aber auch die Grube an sich war zu einfach. Und da hat jetzt in einem Interview der Joe Pipiora, wie er heißt, bestätigt, dass Stufe 150 PTA, jetzt PTA, Stufe 150 Grube in etwa das sein wird, was das Schlachthaus in Season 2 Stufe 25 war. Das Schlachthaus von Lord Seer, Stufe 25, ist vergleichbar mit Stufe 150 der Grube und Stufe 25 vom Schlachthaus war unfassbar schwer. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gerade für die krassen E-Sportler unter euch und die mit den krassen Builds rumlaufen, schon mal eine sehr gute Nachricht. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Und dann noch eine Änderung zu dem Vollenden. Zwei Sachen. Erstmal das Vollenden, das heißt euer Gear von Level 0 auf Level 12 bringen, könnt ihr jetzt resetten. Das hatte ich auch schon erzählt. Aber wir haben jetzt die Facts, wie viel das kostet. Da kann ich hier gerade mal ein Bild einblenden. Kostet 5 Millionen, ist also nicht umsonst ein paar einzelne Items. Und das ganze Hochleveln wurde ja geändert. Bedeutet, vorher hatten wir die Möglichkeit, dass es ab Level 4 war es, glaube ich, nicht mehr zu 100% funktioniert, das Upgraden. Das funktioniert jetzt immer zu 100% bis Level 12. Aber die haben auch die Kosten verändert. Da kann ich hier mal eine sehr coole Tabelle einblenden. Danke an Brutal, der mir die zugeschickt hat. Erstmal sehen wir da, dass immer 100% Success Rate ist, aber auch, dass das Ding schweineteuer ist. Also wenn ihr jetzt ein Item habt, wie zum Beispiel ein Unique-Item oder sagen wir mal ein Uber-Unique, ihr habt euer Uber-Unique gefunden, Tyrells Macht, und wollt bei Tyrells Macht genau einen Affix auf das Maximum ziehen. Levelt den auf Level 12, das kostet insgesamt, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen an Gold und unfassbar viele Materialien. Und dann habt ihr das aber nicht so hinbekommen, wie ihr das wolltet. Dann müsst ihr das Ganze wieder zurücksetzen für 5 Millionen Gold und dann nochmal vollziehen. Das heißt, es wird richtig, richtig teuer, was das Gold angeht. Und da haben wir nur ein Item auf einen Charakter. Das kann also, was Gold angeht, extrem teuer werden. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video, wenn Season 4 dann gestartet ist, weil da hat sich bestimmt auch vieles geändert. Und wahrscheinlich gibt es jetzt auch nochmal andere Quellen, wo man viel Gold zu bekommen kann. Aber ja, Gold wird auf jeden Fall wieder ein Thema werden, was in Season 1, 2 und 3 ja immer weiter gesteigert wurde, der Goldausbeute, könnte jetzt wieder ein extrem krasser Flaschenhals werden. Schreibt mir doch gerne eure Meinung zu in den Kommentaren. Glaubt ihr, Gold wird wieder so kritisch werden, wie es damals war? Damals gab es ja viele Discords, die Items verkauft haben, um Gold zu bekommen und auch Runs verkauft haben, um Gold zu bekommen. Das Ganze hat sich relativ normalisiert in Season 3, könnte aber jetzt auch wieder ein bisschen aufleben, weil man wirklich sehr, sehr, sehr viel Gold brauchen wird. Mehr Infos gab es aus dem Video nicht, aber die wollte ich euch auf jeden Fall einmal mitteilen. Ich bin sehr gehypt auf Season 4, es sind nur noch 3 Tage, bald geht's los. Wenn ihr live dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall Twitch ab. Da werde ich auf jeden Fall live sein, direkt Dienstag. Ich denke mal, ab mittags, ab morgens oder so gehe ich rein. Und dann ab 19 Uhr startet es dann rein in Season 4. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer hier auf ein Follow freuen, auf YouTube, wenn ihr nichts verpassen wollt, und ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.